Es gibt meiner Meinung nach kein natürlich extrahiertes HHC und deswegen auch noch nie aus der Pflanze extrahiert worden. Also wenn die noch drin sind, Schwermetalle und Säuren, dann wird es sehr schnell gesundheitsschädlich. Für mich ist das eine Substanz, die gerade nur einen Hype erlebt, weil wir noch die Prohibition haben. Es ist eine Prohibitionsdroge. Hallo liebes kanafines Publikum, ich bin der Micha und möchte euch heute zusammen mit dem Vince, hi Vince, Tachin Micha, erzählen, was wir zusammen über HHC rausgefunden haben. Hier den Kanal abonnieren, unten die Glocke aktivieren, so supportet ihr uns Aktivisten am meisten. HHC ist ja derzeit sehr präsent in den Medien und wird auch in sehr vielen CBD-Shops und so verkauft. Und ich muss sagen, mir war bis vor ein, zwei Monaten überhaupt nicht bewusst, wie weit dieses Zeug jetzt schon verbreitet ist. Und ich habe dann mit dem Vince drüber gesprochen und habe gemerkt, der weiß eigentlich viel mehr als ich darüber. Der hat da schon eine Menge Recherchezeit reingesteckt. Und deswegen habe ich mir den Vince heute mal als Experten zugeholt. Ihr kennt sicher Vince Kanal. Da findet ihr eine Menge sehr geile Folgen, vor allen Dingen, wenn es um den Brokkolianbau geht. Erstmal anfangt mit Feuchtigkeit zu benetzen, am besten mit so einer Flasche. Und dann wartet ihr ein paar Minuten. Und ja. In dem Zuge hat sich der Vince auch sehr intensiv mit HHC auseinandergesetzt. Und Vince, was ist HHC eigentlich? HHC ist, und das ist immer so, für alles, was in dieser Welt vorkommt zurzeit, CBD, welches zu THC umgewandelt wird im Reagenzglas mit Chemie und Metallen und dann zu HHC umgewandelt wird. Und wie wirkt HHC? Es wirkt um einiges schwächer als THC, ist so aber leicht vom Rausch zu vergleichen, sehr körperlich und stumpf, macht einen, finde ich, so ein bisschen dumm und nicht so gebalanced wie natürliche Cannabinoide. Also ich sehe schon, du bist kein Freund von HHC, bevor wir das jetzt vertiefen. Ich habe da auch noch eine Menge Fragen zu. Erstmal, hast du schon mal probiert? Ja, ich habe ein Experiment gemacht, habe ich damals auch meine Community mitgenommen. Ich habe gesagt, ey Leute, ich habe hier ein neues Cannabinoid. Und ich teste morgen einen Tag von morgens bis abends, wie weit ich damit komme. Quintessenz der Geschichte war, ich habe von morgens bis um 19 Uhr es konsumiert. Ich habe mich komisch gefühlt, ich war breit, aber nicht gebalanced wie von der Pflanze. Und um 19 Uhr habe ich gesagt, Leute, ich breche das jetzt ab. Ich brauche mein Delta 9, also das normale, pflanzlich vorkommende THC. Was dir der Arzt auch verordnet hat. Genau so. Von euch möchte ich zwei Dinge wissen. Habt ihr es schon mal probiert und würdet ihr es nach der Sendung nochmal nehmen? Das alles bitte unten in die Kommentare. Dankeschön. Meine Recherche hat ergeben, jetzt mal ein bisschen einfacher erklärt, das ist im Prinzip dem THC sehr ähnlich, ja. Ist aber sozusagen die Margarine des THC. Ja? Ja. Und deswegen ist es ein bisschen schwächer, verhält sich wie Pflanzenöl zu Margarine. Das Pflanzenöl hat ja auch ein bisschen mehr Fett als Margarine. Und HHC soll in meinen Augen, was ich recherchiert habe, sehr ähnlich dem THC wirken, aber nicht ganz so stark sein. Ja. Ist das richtig? Ja, also zur Einordnung, weil auch viel darüber gesprochen wird, synthetisch, teilsynthetisch ist es Spice. Also es liegt näher am THC als an den synthetischen Cannabinoiden, die halt aus China sozusagen kommen. Es ist aber ein Cannabinoid, welches halt wie Margarine mit Wasserstoffatomen angereichert wird. Jetzt habe ich mich mal auf den Herstellerseiten und in den entsprechenden Foren mal so ein bisschen umgeschaut. Da wird immer behauptet, das sei ein natürlich vorkommendes Cannabinoid. Ich konnte das jetzt nicht ganz nachvollziehen, die Begründung. Du hast dich da noch intensiver mit beschäftigt. Würdest du denn sagen, es ist ein natürliches Cannabinoid? Also, ich würde sagen, es ist kein von der Pflanze synthetisiertes Cannabinoid. Synthetisiert heißt? Dass es von der Pflanze hergestellt wird, also mutwillig dieser Stoff irgendwie produziert wird. Denn dieses Cannabinoid ist hochwahrscheinlich ein Abbauprodukt, ein oxidatives Abbauprodukt, was am Ende sozusagen beim Zerfall vom THC entsteht. Aber ich habe eine These. Ich habe mich mit sehr vielen Experten unterhalten und gefragt, kann die Pflanze das synthetisieren? Bisher gibt es da keine Antwort zu. Also es sieht nicht so aus, als ob die Pflanze es selbstständig für uns bereithält. Und
es ist so, dass die Menge noch nie ausgereicht hat, es irgendwo aus der Pflanze zu extrahieren. Und das ist ganz wichtig. Es kommt in der Pflanze eigentlich so nicht vor. Nächste Frage. Wenn es in der Pflanze nicht vorkommt, das HHC, ja, das heißt, ich kann es jetzt nicht, wie wenn ich ein anderes Cannabinoid nehme, extrahieren oder auch fraktionieren. Genau. Das heißt, wenn ich das Harz, was aus der Pflanze ausgeschüttet würde, in die einzelnen Cannabinoide zerlege, das nennt sich eine Fraktion, das heißt fraktionieren, das funktioniert also auch nicht. Ja? Nee, ich habe mir die Frage gestellt, weil Extrakte sind ja eine Verdichtung, eine Komprimierung von allem, was in der Pflanze vorkommt. Und wenn man sich heute die Extrakte anguckt, da wurde noch nie im Extrakt HHC halt nachgewiesen. Wie stelle ich es denn dann her, wenn ich es nicht extrahieren kann? Genau, und das ist es nämlich. Es wird, und das ist das Schlimme bei diesem Produkt, es wird halt als natürlich in der Pflanze vorkommt und aus der Pflanze extrahiert, den Leuten verkauft. Aber es ist halt wirklich, meiner Meinung nach, wirklich nur noch im Labor anzusiedeln, weil es wird CBD genommen, was weltweit extremst günstig ist. Ein Kilo CBD kann man sich ungefähr für 50 bis 100 Euro besorgen. Und dann nimmt man dieses CBD, packt das in ein Reagenzglas, packt da Säure rein und wandelt es erstmal zu Delta 8 und Delta 9 THC, also zu dem illegalen THC um. Ja. Und dann wird es hydriert zu HHC. Das Moment. Findet alles im Labor statt. Das heißt, da findet eine Reaktion zu einem illegalen Produkt zwischen genau. Und deswegen, THC. Genau. Und deswegen haben wir halt gerade in Deutschland, dass sich viele Leute freuen, es verkaufen zu können, weil es kein, technisch gesehen kein THC mehr ist. Aber es kann von CBD nur über den Weg von THC zu HHC umgewandelt werden, weil nur ein THC-Molekül hydriert werden kann. Und das wird den Leuten halt nicht erzählt, weil das würde halt auch dazu führen, dass viele Leute ein bisschen Angst hätten, vielleicht auch ein illegales Produkt zu konsumieren. Denn wer sagt denn den Leuten, dass es 100% sauber ist? In den USA zeigen die Laborergebnisse immer wieder, dass diese Produkte auch noch mit Delta 8 und Delta 9 verunreinigt sind. Okay, wir gehen mal davon aus, die Produkte sind es nicht oder die Verunreinigungen, lassen wir die mal außen vor. Aber wenn ich jetzt aus egal was ja ein Produkt herstelle, wo zwischendurch THC entsteht, das darf ich doch eigentlich gar nicht. Genau, deswegen wird auch HHC nicht in Deutschland oder in Europa hergestellt, weil es gibt in Europa kein Land, wo zurzeit THC legal ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Zwar tut man CBD in eine Blackbox rein und es kommt HHC raus, aber für einen ganz kurzen Moment ist in diesem Labor THC im Reagenzglas vorhanden. Und wenn es denn so legal wäre und in der Pflanze vorkommen würde, dann könnten wir das auch in Europa herstellen und extrahieren. Aber es geht nicht. Wo wird es denn hergestellt und extrahiert? Auch eine schöne shady Marketing-Geschichte. Die Händler sagen immer, nee, wir haben das saubere europäische HHC. Ich weiß nicht, wer in Europa es herstellt. Und nicht das synthetische aus den USA. In den USA gibt es gerade eine Grauzone. Das ist ein Gesetz von 2018. Das nennt sich die Farm Bill, die alle Produkte, die aus Hanf hergestellt werden, legalisieren. Aber, Ergänzung, auch in den USA sind teilsynthetische Cannabinoide zum Teil schon verboten worden. Und dieses Gesetz, was ich angesprochen habe, die Farm Bill, wird dieses Jahr nochmal überarbeitet. Und ich bin gespannt, ob da auf diese synthetischen, teilsynthetischen Produkte eingegangen wird. Braucht man denn sonst noch was zur Herstellung? Ja. Außer jetzt sage ich mal CBD und ein Reagenzglas und dann die Umwandlung zu Delta 8, Delta 9. Braucht man sonst noch irgendwas zur Herstellung? Ja. Irgendwelche Additive? Genau. Und das ist das größte Problem auch für die deutschen Konsumenten dieser Produkte. Es werden Säuren und Metalle, also Schwermetalle und Metalle verwendet. Um es kurz einfach zu erklären, Säuren werden genutzt, um Verbindungen aufzubrechen und Metalle werden genutzt, um Reaktionen herbeizurufen oder sogar auch, was ja benötigt wird, dieses Wasserstoff irgendwo halt in die Struktur einzubringen. Also wenn die noch drin sind, Schwermetalle und Säuren, dann wird es sehr schnell gesundheitsschädlich. Komm her. Mehr Recherche zu so fragwürdigen Substanzen? Dann supportet mich doch einfach auf patreon.com/dermicha. Dankeschön. Jetzt habe ich mich auf meiner Suche auch mal auf den Seiten umgeschaut und bin da immer wieder auf das gleiche Gutachten gestoßen aus Österreich.
Da steht jetzt aber drin, dass das ein komplett legales Produkt ist, weil halt es kein THC enthält sozusagen. Was sagst du denn dazu? Also, und weil es natürlich ist. Also, ganz kurze Geschichte dazu. Letztes Jahr auf der Mary Jane in Berlin ist mir ein Gutachten in die Hände gespielt worden, was den Händlern suggerieren soll, dass HHC legal ist und, ganz wichtig, natürliches Produkt ein natürliches Produkt darstellt. Und das konnte ich nicht verstehen und bin der Sache auf den Grund gegangen. Und ich habe den Gutachter kontaktiert, der dieses Gutachten hergestellt hat. Der wollte sich zuerst bei mir nicht melden. Dann habe ich die Kammer, bei der er Gutachter ist, angeschrieben, habe gesagt, ey Leute, ich bin freier Journalist, ich möchte eine Antwort, wie dieses Gutachten zustande gekommen ist und wie dieser Gutachter denn sagen kann, das eine ist ein natürliches Produkt und das andere ist ein synthetisches Produkt. Der hat sich erst gemeldet, als ich mich, wie gesagt, bei der Kammer gemeldet habe. Und ich habe hier auch noch den Auszug aus der Mail. Ich habe ihn halt gefragt, erstmal, zu welchem Zweck sollte das Gutachten erstellt werden? Das ist die Fragestellung, die relativ wichtig ist. Und eine Firma hat dort testen wollen, ob ihr Produkt im Vergleich zu einem Konkurrenzprodukt sich um ein synthetisch oder natürlich hergestelltes Produkt handelt. Leute, ihr müsst eine Sache wissen. Nach meinem Wissen und Recherche wurde in dieser Welt noch nie 1 bis 2 Gramm HHC aus der Pflanze extrahiert. Alles ist bisher synthetisiert worden. Und wenn dann eine Firma, ein Gutachter beauftragt, herauszufinden, ob was natürlich oder was synthetisch ist, dann stinkt das. Die Firma hat 2 Proben bei dem Gutachter eingereicht. Und der Gutachter hat Folgendes versucht herauszufinden. Aus dem Vergleich der chemischen Analyse der beiden Proben habe ich abgeleitet, dass Probe 1 eher um ein synthetisch hergestelltes Produkt sich handelt, da es hochrein ist, und das andere Produkt, welches nicht hochrein ist, ein natürlich extrahiertes HHC ist. Und ich habe den Verdacht, dass hier der Gutachter schon betrogen wurde. Weil, wenn es kein natürlich extrahiertes HHC gibt, aber 2 Proben eingereicht wurden und die eine Probe, die der Gutachter als natürlich erachtet, was hat die Probe denn unterschieden? Sie hatte andere Cannabinoide, da war CBD drin, da war CBN, CBG, andere Cannabinoide. Und er konnte ja nur die Ableitung machen, wenn was hochrein ist, muss das synthetisch sein. Und das andere, was ich nenne es mal Broad Spektrum, also mit einem breiteren Spektrum an Cannabinoiden, das müsste das Natürliche sein. Da wurde schon sozusagen beim Abgeben der Proben manipuliert, meiner Meinung nach. Und dann hat die Firma von einem Gutachten, was mehrere Seiten umfasst, nur diese Seite genommen und die in einen Verkaufskatalog eingefügt, um halt damit hausieren zu gehen, dass wir ein natürliches HHC haben. Steht in dem Gutachten irgendwas davon, dass es legal ist? Nein, da steht nichts davon, dass es legal ist. Und das Ding ist halt, es ist auch nicht legal, ein Gutachten aus dem Zusammenhang zu reißen, also nur eine Seite zu veröffentlichen. Und der Gutachter hat mir nochmal bestätigt, dass die Firma dieses Gutachten nicht dafür verwenden darf, damit zu werben. Und ich höre immer wieder, dass dieser Katalog immer noch im Umlauf ist. Also sehr shady. Das Gutachten lenkt auch von der eigentlichen Frage ab. Es geht ja nicht darum, wie rein das ist, sondern ob es jetzt ein natürliches Cannabinoid ist oder nicht. Ist ja die völlig falsche Fragestellung. Und kann man aus dem Gutachten jetzt erschließen, ob das natürlich ist oder nicht? Nein, also aus dem Gutachten kann nicht abgeleitet werden, ob es ein natürliches oder ein teilsynthetisiertes Cannabinoid ist. Ist nicht drin. Und was mich an dieser gesamten Sache stört, ist halt dieses Gutachten. Wofür wurde das denn erstellt und aus dem Zusammenhang gerissen? Um Leuten zu suggerieren, dass sie dort ein natürlich extrahiertes, in der Pflanze vorkommendes Cannabinoid konsumieren. Und das unter dem Deckmantel unserer wunderschönen Pflanze. Und das regt mich bei diesem Thema auf. Also Konsumenten werden hier absichtlich getäuscht. Anders kann man das nicht sagen, wenn solche Gutachten im Umlauf sind. Und wenn wir da jetzt alles mal so überdenken, würdest du sagen, HHC ist ein natürliches Cannabinoid, ist ein Legal High oder irgendwas in der Mitte, dazwischen? Es ist was dazwischen. Es liegt näher an natürlichen Cannabinoiden, ist aber meiner Meinung nach nicht von der Pflanze synthetisiert, das heißt nicht von der Pflanze hergestellt. Es kommt in so kleinen Mengen vor, aber nur wenn man danach sucht. Und ich bin der Meinung, es ist ein Abbauprodukt. Man sagt dazu auch Artefakte. Also eigentlich nicht relevant und deswegen auch noch nie aus der Pflanze extrahiert worden. Es gibt meiner Meinung nach
kein natürlich extrahiertes HHC in der gesamten Welt. Jetzt hatte ich ja am Anfang der Folge mit dir darüber gesprochen, dass HHC sehr nah am THC dran liegt. Deswegen wird es in dem NPSG nicht erfasst. Es ist legal zurzeit. Aber im Prinzip, das Endprodukt ist legal. Ja, bei der Herstellung sind wir uns, bist du dir jetzt nicht sicher, ob die Herstellung auch legal ist. Die Herstellung zum Beispiel auf europäischem und deutschem Grund wäre illegal. Aber das Endprodukt ist technisch gesehen kein THC, sondern ein HHC und somit zurzeit nicht erfasst. Sprich, um es zu erfassen, müsste es ins Betäubungsmittelgesetz aufgenommen werden? Ja, ich habe mich mit Experten unterhalten und es wäre besser, es im Betäubungsmittelgesetz anzusiedeln, weil sonst könnte daraus ein krasser Rattenschwanz entstehen. Wenn das ins NPSG geht, dann könnten auch andere Cannabinoide, die derzeit nicht verboten sind, mit verboten werden können. Und das macht das Thema natürlich so schwierig halt. Also es ist zurzeit nicht erfasst, aber in den USA ist man sich der Sache schon bewusst und auch auf europäischer Ebene ist das Bewusstsein dafür gerade geweckt worden und ich bin gespannt, was in Zukunft halt kommt. Wir hatten das ja vor 15 Jahren schon mal mit den Legal Highs. Würdest du die Situation jetzt mit der damaligen vergleichen gerade? Also als Legal Highs kam, wurde das ja auch als ein natürliches Cannabisprodukt zum Teil vermarktet. Und da haben wir doch gemerkt, dass Leute getäuscht wurden und am Ende ganz viel körperlicher Schaden entstanden ist. Es ist zwar von der Giftigkeit, also von der toxikologischen Seite nicht damit zu vergleichen, aber was mit den Kunden gemacht wird und dass ein unnatürliches Produkt als natürlich verkauft wird, ja. Wir reden hier vom großen Markt, das muss man ja auch mal klar sagen. Wer profitiert denn von dem ganzen Scheiß? Die Händler und verlieren tut meistens der Kunde halt. Ne? Also gesundheitlich verliert er an erster Stelle. Ich würde von der toxikologischen Seite, da habe ich mich auch mit Dr. Steinmetz drüber unterhalten, HHC jetzt nicht viel gefährlicher als THC bewerten. Aber wo liegt denn die eigentliche Gefahr bei diesen Produkten? Bei dieser Synthese entstehen auch viele Mystery-Cannabinoids, auf die keiner testen kann, also Beiprodukte, wo keiner weiß, was es ist. Und es ist ja auch gar nicht erforscht. Ich sage mal ganz einfach, ganz simpel. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Pflanzenöl viel gesünder ist als Margarine. Sollten wir uns Margarine reinballern ohne Ende, ja, wenn es das gute Pflanzenöl gibt. Ja. Und ich finde das also für mich stünde das, selbst wenn HHC völlig legal wäre, stünde das gar nicht zur Debatte für mich, weil ich eine sicher erforschte Substanz natürlich bevorzuge gegenüber einer Substanz. Wie lange gibt es das? Seit ein, zwei Jahren? Anderthalb Jahren für Konsumenten. Ja, wie viele Studien haben wir da drüber? Keine. Okay, wie viele Langzeitstudien? Gibt's nicht. Also deswegen. Was mir halt auch Sorgen macht, ist, dass in dieser Blackbox, wenn das umgewandelt wird, auch viele Stoffe entstehen, die keiner kennt und die nicht, wie du es vorhin meintest, halt davon getrennt werden durch Fraktionierung. Und ich höre auch schon von Leuten, die sagen, dass sie nach dauerhaftem HHC-Konsum von anderem THC nicht mehr so breit werden. Es kommen jetzt auch so neue Stoffe wie HHCP und HHCO. Das heißt, man steigert die Toleranz damit. Genau. Und sucht wieder, wie bei diesen Spice, Auswege drumherum. Und was kann dabei passieren, Leute? Darauf will ich euch auf jeden Fall hinweisen. Mit solchen Stoffen wissen wir nicht, wie sie bei uns an den CB1- und CB2-Rezeptoren wirken. Und es kann gut sein, ich mach's mal einfach, dass ihr euch damit euer endokannabinoides System auch verkleben könnt. Es ist so. Zerschießt, ja. Ja. Ja, dass nichts mehr brennert, macht keinen Spaß dran. Und ich finde, es ist doch so, wenn ein Produkt als natürlich und in dieser wundervollen Pflanze vorkommt, vermarktet wird, wird doch unser Cannabismarkt dafür hergehalten. Und Konsumenten werden getäuscht, weil die werden sich nicht so tief wie wir damit befassen. Und denen wird suggeriert, ihr konsumiert dort was Natürliches und Legales. Aber wenn man denen doch sagen würde, Leute, ihr konsumiert was aus dem Labor kommt, was synthetisiert wurde, was chemische Elemente beinhaltet, die umgewandelt wurden, dann möchte ich wissen, wie viele Leute wirklich noch selber die Entscheidung treffen, dieses Produkt zu konsumieren. Ja, da müssen wir aber auch mal an die Leute da draußen appellieren, die in den Laden gehen und sagen, Hauptsache es knallt. Ja, auch da sollten wir mal ehrlich sein. Ja, der eine sagt, oder mit meinem Führerschein. Ja, was mit Führerschein? HHC-Führerschein. Tomatolix hat es getestet und es wird umgewandelt. Es wird am Ende im Körper auch zu Abbauprodukten. Und wenn dann nur ein bisschen Delta 9 oder Delta 8 drin ist, leuchtet die Ampel beim Drogentest. Also du bist noch nicht mal mit dem Führerschein auf der sicheren Seite. Nee. Ja. Du bist eher zurzeit ein Versuchskaninchen für Leute,
die wirklich, wirklich viel Geld mit diesen Produkten machen. Und das kostet ja das Gleiche wie Weed fast im Internet, habe ich gesehen. Also sag ich mal, ich nehme immer natürlich das medizinische Cannabis aus der Apotheke als sozusagen Preisindikator. Wenn ich sowas vergleiche, haben wir ja endlich die Möglichkeit, das legal zu vergleichen. Und das war so teuer wie das Blueberry. Ja. Und die Schwermetalle dienen als Katalysator oder was? Ja, sie dienen als Teil des Herstellungsprozesses. Sie müssen am Ende rausgefiltert werden. Und wer sagt mir in einem unregulierten Markt, wo Leute wirklich extremst viel Geld gerade scheffeln, dass am Ende es der Konsument vorne steht und nicht der Profit? Wie sollten wir deiner Meinung nach damit umgehen? Wir sollten diese Substanz akzeptieren, dass sie da ist, aber nicht unter dem Deckmantel von Mary Jane vermarkten. Ich finde, dafür ist das Ding einfach im Labor entstanden. Einfach boykottieren. In meinen Augen ist es einfach so, das Zeug einfach nicht zu kaufen. Wenn man den Markt nicht mehr bedient, dann geht der Markt ein und ja. Für mich ist das eine Substanz, die gerade nur einen Hype erlebt, weil wir noch die Prohibition haben. Es ist eine Prohibitionsdroge. Das heißt, wir müssen uns beeilen, Cannabis zu legalisieren. Und ich denke, dann löst sich das Problem auch alleine. Für mich ist ziviler Ungehorsam immer besser als Gesundheitsgefährdung. Ja. Ich drücke es mal so aus. Ich darf ja Menschen zu nichts auffordern, aber ziviler Ungehorsam ist immer besser, als die eigene Gesundheit zu gefährden. Ich denke, da wird mir auch jedes Gericht recht geben. Und mir war wichtig, in dieser Folge mit dir zusammen einfach mal den Leuten wirklich aufzuzeigen, was ist es eigentlich, damit sie selber eine Entscheidung treffen können. Und wollte dann mit dir zusammen die Leute darüber aufklären. Ja, ich freue mich auch, dass du das bei mir in der Sendung gemacht hast. Wirklich sehr, sehr wichtig. So, das war's dann auch schon wieder fast für heute. Ich hoffe, euch hat die Sendung, euch hat Vince und meine Recherche gut gefallen. Mir bleibt nur noch zu sagen, besucht mich ab und zu mal auf der Micha auf Instagram oder Michael Knoth auf Facebook. Unterstützt mich auf patreon.com/dermicha und besucht Vince Kanal und zieht euch seine ganzen Folgen rein. Vielen lieben Dank, Micha, für die Zusammenarbeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Hey, super, danke. Bis bald.